ist der Marc von Busy Stupidity und bei mir ist die Christina. Christina ist hier beim Dave Piercing auf der rechten Seite und wir waren sind echt Gold, für alle die Zuschauer interessant. Ja, weil man mit echt Gold schön arbeiten kann und vor allem auch gleich einen Ring machen kann und das Ganze eben auch gleich schon so ein bisschen optisch ansprechend gestalten kann. Das ist also ganz cool und wir starten jetzt mal. Du hast zwei Ringgrößen ausgesucht. Ich schaue mir jetzt mal dein Ohr an und sag mal anatomisch, ob überhaupt für mich beide sinnvoll sind. Es gibt einen 8er und einen 10er Ring. Nehme ich mal da hinten. Also geht mit beides. Du hast später von Dave gehabt zum Herz. Auch das sage ich mal, das ist für den Anfang nichts zu tun, ob jetzt ich den einen größeren oder den anderen Ring, das ist letztlich egal. Das ist also wirklich so eine Sache, was einem das halt gefällt. Ich vom Gefühl her hätte ich gesagt, wir nehmen den kleiner. Okay. Ich zeige es dir mal so grob. Ja. Also man kann es nicht wirklich richtig zeigen, aber so ein Gefühl halt wirklich. Ich hast du mit zeigen. Nimm dir mal den Spiegel. Kommt natürlich tiefer runter, also der wird nicht so oben hängen, ja, der wird so unten hängen, aber es ist, weil das zu groß ist, das ist ein 8er Ring. Ja, ich finde das passt. Wenn ich persönlich, er ist natürlich gut. Also ich mache den, ich hatte meinen großen Händen. Das ist nicht so groß. Auch cool, aber er ist halt schon ein Tick larger. Ja. Ich finde die kleinen besser. Ja? Ich auch, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir den kleinen. Aber ich finde einfach, dass es auch gut ist, dass man es sehen kann, so ein bisschen visualisiert, weil das ist für unsere Schneeleute gut zu sagen, boah, das ist geil, ich mach den großen, aber dann das kleine noch lieber. Ich muss einfach ehrlich sein mit sich selber. So, Christina. Wir starten, das heißt, wir sind ein bisschen Hammers. Ich werde jetzt einfach direkt denken, ich markiere mir noch kurz die Einstiegstellen, weil es ist eher für mich eine Referenz. Nur ich bräuchte es nicht, ich könnte es auch ohne, aber ich finde es einfach immer gut für mich. Um visualisieren, ja, zu wissen, wo ich rein und raus will. Dann stellen wir das Ganze, machen den Schmuck rein und das war's. Ja. Ich sehe nur das eine Piercing am Ohr, hast du noch was anderes? Oder? Ich habe da auch, das hatte zwei okay. Helix-Kollen. Ja, jetzt sehe ich. War volle Zentner, wenn die Haare drüber sind, ganz schlicht. Ja. Also ich muss sagen, das fühlt sich wahrscheinlich so an, wie das immer kommt. Okay, also, das geht voll. Ich glaube nicht, dass ich dich vom Stuhl haue. Warst du schon bei uns auch stecken? Es sind, glaube ich, alle von euch bis auf eines. Das höre ich. Ja, ich sage, wenn einer zufrieden ist, oder? Vorher. Ja. Dann bleibt man auch, oder? Man sagt immer, das ist. Absolut. Ich finde es bei vielem so. Also ich finde, das ist beim Restaurant so, das ist beim Friseur so, beim Massagezielen, bei Hotels oft auch. Wenn irgendwas hat, wo man denkt, das passt. Ich denke aber, warum soll man dann jetzt riskieren, beim nächsten Mal irgendwo reinzufallen und sich dann ärgern, dass es scheiße ist, ja. Okay? Ja, es tut. Ein bisschen mehr. Ja, ich weiß. Aber es ist gut zu machen. Dave ist vom Stecken halt ein bisschen anders als ein Conch oder ein Inner Conch. Aber. Bei Echtgoldringen ist man einfach, ich brauche 2-3 Sekunden länger, einen Schritt mehr. So, jetzt kommt der Ring schon durch. Manchmal geht es auch so, aber oft muss ich es wieder auf. Ich habe einen richtigen Ring hier, einen kleineren haben wir genommen.
Sebastian von Lothar quasi am Schluss den Großen einsetzen. So. Alles okay? Mhm, es tut nur weh. Jetzt auch gerade? Es ist unangenehm. Weniger als beim Stechen. Ah! Schmuckst du. Geschafft. Mega. Super, jetzt soll der Druck nachlassen. Ja. So. I'm sorry. Alles gut, es ist wirklich Stechen. Sehr schön, danke schön. Aber ich sage immer so, der Output zählt, oder? Weil jetzt mal gucken, mal einmal schnell. Ja, sieht einfach jetzt total toll aus, gleich mit dem Ring. Das ist schon einfach fein, ist schon nice. Kann halt schon was. Also ein bisschen eleganter, als wenn man es mit Titan macht. In 6 Wochen können wir uns dann wieder kontrollieren, ob alles verheilt ist. Ja. Die Harz, die Dave Harz haben wir auch, da sollte man dann aber bitte auch bitte in Elchgold nehmen, weil Gold ist einfach ist eines der besten Materialien für den Körper. Ja. Und wenn sich dein Ohr jetzt auch daran gewöhnt, Echtgold zu haben, und das ist da drüben auch. Und wir machen dann einen Modeschmuck Belfahrt rein, das wäre natürlich ein Kopfschuss, das wäre echt von einem gar nicht gut. Das wird dann meistens so wupp, voll kippen und voll mit Chaos enden. Also bleibt wieder bei deinem Stil. Ja. Von der Pflege her, du kennst dich ja eh aus, ich erkläre es trotzdem nochmal für alle, die das Video heute das erste Mal schauen. Wir machen also zuerst die Hände sauber, desinfizieren die natürlich, waschen die, dann nehmen wir Pondolin Spray und Gel. Zuerst sprühen wir den Pondolin Spray, einfach ein, zwei Mal drauf. Nehmen eine Küchenrolle, reinigen mit der Küchenrolle, das bisschen feucht ab, innen drin und außen, also auf beide Stellen. Dann nehmen wir das Gel, kleiner Tropfen, innen außen drauf, dann wird der Insand bewegt. 3 Wochen bitte 2 Mal am Tag reinigen, ja. Dann 3 Wochen einmal, das ist 6 Wochen am Stück. Und dann 6 Wochen demontieren, einmal kontrollieren, ob alles passt und eventuell Day kommen. Gut. Perfekt. Keine Fragen mehr? Keine Fragen mehr. Dann danke fürs Kommen. Schönen danke. Tag. Du weißt, Haare färben möchte ich 6 Wochen nicht. Natürlich nicht. Vorduschen, Haare waschen ab morgen, ganz normal ab und schwimmen gehen bitte 2 Wochen nicht. Ja, perfekt. In diesem Sinne euch danke fürs Zuschauen. Das war ein Dave mit einem Echtgoldring in 8 mm. Servus, ciao.